Hallo und willkommen zurück bei Star Wars Battlefront 2 Multiplayer. Diesmal machen wir Gefecht. Ist einer meiner Lieblingssachen, habe ich aber glaube ich schon mal erwähnt. Helden vs. Schurken könnten wir eigentlich auch mal machen. Habe ich aber schon lange nicht mehr gespielt. Also ich tendiere eigentlich immer nur zwischen den beiden. Auch wenn ich mit Freunden zusammenspiele. Ist. Apropos Freunde, es kann mal vorkommen, dass ich auch mit meinen Freunden zusammen hier Star Wars Battlefront spiele. Das Ding ist nur, dass die meisten meiner Freunde, die halt das auch spielen, die können halt kein Deutsch, ja. Also da muss das heißt, ich werde mit denen Englisch kommunizieren. Und wenn ich dann ein Video mit denen zusammen mache, wenn die Bock haben, dann wird das natürlich auch auf Englisch sein. Das Spiel bleibt natürlich auf Deutsch, aber wir werden Englisch reden. Das ist natürlich schade für die, die kein Englisch können oder kein Englisch Videos gucken wollen. Aber ich meine, ne, aufnehmen oder nicht aufnehmen, machen würde ich so oder so. Also warum dann nicht aufnehmen? Oh! Sogar direkt eins der besten Maps, weil sich alle hier in diesem Gang gleich kümmern. Meistens. Oh Scheiße. Die waren schneller als erwartet. Ah, fucking Schrotflinte. Ah, das war nicht nett. Gut, das liegt aber auch in der Waffe. Aber das ist eine gute Heavy-Trooper-Map. Ich bin ja sehr schlecht im Heavy, aber. Ich übernehme das. Ja, stirb! Ja, alle! Oh, scheiße. Wobei, ich muss, glaube ich, noch welche mit Granaten killen, oder? Mehr habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ich finde halt, Heavy Trooper ist richtiger Noob wegen dem Schild. Aber ich bin halt scheiße schlecht mit dem. Wir könnten auch mal Sniper aus Jux machen. Ich meine, der Infiltrator auf der Map ist nice, aber mit dem bin ich auch schlecht. Ich bleib halt beim Officer. Ich finde die Waffe halt nur kacke, aber wir müssen die halt voll machen. Beziehungsweise ich muss die voll machen. Die Blue ist halt meine Lieblingswaffe. Hier scheinen, glaube ich, auch noch welche zu sein. Kacke. Bleib zusammen. Na gut, hier bist du selber natürlich auch im Arsch, wenn die Gegner eine bessere Position haben. Gut, das war aber auch dumm von mir, wenn ich alleine in mehrere reingehe. Ich hatte eine Runde hier einen Camper gehabt. Der stand immer nur hier. Immer hier. Das ganze Spiel über. Ich habe mich irgendwann einfach immer hier positioniert und habe den dreimal gekillt. Weil der immer wieder hier hingegangen ist, ohne hinter sich zu gucken. Wobei, das ist eine echt geile Sniper-Position. Das muss ich dem lassen. Aber ich bin kein Sniper. Fuck. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Na toll. Damit hätte ich rechnen müssen. Boah, ich finde aber hier Wookies in dem Gefecht, ne? Also Gefecht. Finde ich Wookies. Die machen es manchmal das Spiel kaputt. Also das ist, wenn das ganze Team auf einmal Wookie ist, aber du halt Leute hast, die lieber normal spielen. Das ist, oh scheiße. Kacke. Ja, da hast du keine Chance. Das Rollen ist auch nicht so cool wie im ersten Teil. Im ersten Teil konntest du rollen und gleichzeitig angreifen. Das war richtig OP. Das geht leider nicht mehr. Das könnte jetzt gefährlich hier werden. Aufgepasst! Das geht in eine Butz. Ich muss von hinten kommen. Oh, scheiße! Die anderen hatten wahrscheinlich dieselbe Idee.
Okay, move, move, move. Ich bin wieder von hinten. Aber ich will Gegner. Ja, klar, mach auf. Ja, toll. Hast du gut gemacht. Jetzt weiß doch jeder, wo wir hier sind. Ah, kacke. Ja, das ist ein bisschen lame, ne? Wenn die schießen noch, obwohl die eigentlich, wo ich das eigentlich schon aktiviert habe. Genau wie mit dem Schild beim Heavy. Ich aktiviere Schild, sterbe trotzdem noch, weil der Schuss anscheinend immer noch durchkam. Mache Granate scharf! Da kämpft ein Sniper, Tatsache. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Ich dachte, er kann nicht schießen, verdammt. Schönes Schild, by the way. Boah, das war eine schöne Rolle. Es gibt noch schöne Rollen, da sterben die, nachdem du gerollt hast. Hier ist immer gefährlich. Für die Schlacht geboren. Okay, das geht in den Bus. Ionenstörung aktiv. Oh, scheiße. Ja, dein Blaster, Drecksack. Kommt eh wieder von hinten einer. Oh, scheiße. Und dann direkt ein großer. Ey, fuck. Ja, Leute, ihr müsst auch euer Rücken sichern, ne? Aber wir verlieren das Hochhaus. Oh, ich bin der Beste meines Teams. Das heißt ja, wie schlecht mein Team ist. Aufgepasst! Na toll. Naja, wenigstens habe ich einen geholt. Mit dem Blur hätte ich vielleicht zwei geholt. Mit dem Blurk, also mit der anderen Officer-Waffe. Weil die ist einfach übelst geil. Für die Republik. Boah, er hat mich erschrocken. Granate geworfen! Ich habe ein Störfeld aktiviert, verdammt. Obwohl nicht alle getroffen. Wir sind Klone. Wir kämpfen und siegen. Für die Klonarmee. Wir sind Klone, wir haben verloren. Ich bin Dritter. Nicht schlecht. Immer die CR2-Noobs. Ich war ja auch mal einer. Wobei, ich war nie wirklich gut mit der. Ich habe ewig gebraucht, bis ich die fertig hatte. Aber wobei, wir haben ein paar Kills gemacht. Aber ich finde auch, Gefecht ist eh am einfachsten, da Kills zu machen. Verbesserte Kühlung, nicht schlecht. Was ist hier? Nachtsicht. Schnellfeuer, also wir nehmen den und den. Nachtsicht bin ich jetzt kein Fan von. Wobei das eigentlich mit der hier, habe ich ja Nachtsicht, ist das eigentlich ziemlich praktisch. Welche Map war denn das jetzt? Habe ich jetzt verpasst. Also erste Ordnung und Widerstand. Das heißt, wir könnten in diesem komischen Kreis, wo in der Mitte dieser Turm ist, sein. Da wäre Spezialist eigentlich auch nicht schlecht, weil man beides könnte, Snipern und Infiltrator. Heavy ist ja eigentlich, ja gut, wenn man gut mit Heavy ist, dann ist man sowieso unbesiegbar, gefühlt. Assault bin ich eigentlich auch relativ gut mit.
Ach, die Map. Oh nein, ey. Die Widerstand dringen in das Gebiet auf Jakku ein. Ihr dürft kein Erbarmen zeigen. Granate bereit! So, und jetzt direkt in die Gegner rein da. Wir haben den Widerstand genau da, wo wir ihn haben wollen. Wir werden die Galaxis übernehmen. Leute, macht einer die Tür auf. Ja, das war ja ein toller Schild. Störung online. Netter Lag. Okay, der kommt von hinten. Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen. Scheiße. Feuer frei. Seite an Seite. Wir bleiben Officer. Oh, dicke C5. Also S5. Immer noch die Seite. Kacke. Ich höre einen Gegner. Na toll. Oh, wir sind immer auf der anderen Seite. Schön. Wer macht denn da aufmerksam? Ich glaube, das war ein Bot. Wir sind Entsandte des obersten Anführers. Ich höre doch immer noch Gegner. Granate kommt! Oh, komm, Leute. Ey, hättest du nicht mal die Tür aufmachen können? Dreck, boy. Ja, hättest du die Tür aufgemacht früher, dann wären die geflasht gewesen. Naja, einen erwischt. Weißt du was? Sowas mache ich normalerweise nicht, aber ich bin jetzt auch mal assi. Okay, ich verkacke jetzt sowieso. Das Spawn ist scheiße. Wo sind denn alle? Wir haben wahrscheinlich gesehen, hier ist ein Flammenwerfer-Boy und sind alle weggerannt. Na toll. Granate kommt! Mach sie fertig! Da komme ich nicht dran. Ah, ich dachte schon, hier kommt keiner mehr. Hier brennt. Genau so. Jetzt bin ich hier natürlich voll am Campen, ne? In dem Gebiet. Sturmangriff, mir nach! Oh nein. Ich sterbe direkt, wenn ich nicht da drin bin. Wo rennen denn die ab? Ein Wookie? Oh, schade, schade. Hätte ich vorher mal eh aktiviert. Das wäre schick gewesen. Weißt du was? Wir nehmen mal unseren Sniper. Ich habe ja noch nie Sniper gespielt bis jetzt im Multiplayer. Zumindest aufgenommen. Ich habe auch noch nicht die andere Sniper fertig gebaut. Ich bin nämlich scheiße schlecht. Ich bin, ne, sieht man ja, ich bin scheiße schlecht. Hier finde ich schon etwas besser. Da ist doch noch einer. Ach ne, da ist. Oh, fuck. Hallo? Black? Wo ist der hin? Da oben, Tatsache. Ey, ich bin so schlecht, ne? Und der macht mich mit der C-Dings irgendwas platt.
Komm, da muss doch mal nachladen, der Drecksack. Du und ich. Ich bin so scheiße schlecht mit der Sniper. Aber gut, gegen den CR2 nur hast du keine Chance im Melee. Fuck, ich bin so schlecht. Oh, ich bin mit der S5 besser als mit der Sniper. Auf Range. Da habe ich nämlich mit der S5 habe ich immer die ganzen Sniper weggeholt. Nein. Ne, komm, das geht in den Butz. Wir nehmen wieder Officer. Wir müssen eine andere Map nehmen. Oder einen anderen Modus. Ich höre einen Flammenwerfer. Granate geworfen! Ihr wisst, warum ihr hier seid. Wo sind denn die Gegner hin? Kacke. Weißt du was, wir nehmen auch mal Assault. Habe ich ja lange nicht mehr genommen. Das sind wir durch, genau. Wir sind eh am Verlieren. Ja, okay, wo sind denn die ganzen Leute hin? Ich habe mehrere Gegner. Granate! Okay, jetzt muss ich auch mal erstmal wieder heilen. Oh nein, Wookie, ich hasse Wookies, ne? Boah, das habe ich ja mal richtig verkackt. Ja, gegen Elf. Ach, das war noch die Blurk. Keine Chance. Move, move, move! Alter! Ja, die Waffe ist halt OP. Ich würde die auch so gern nutzen. Kann ich aber nicht. Also kann ich schon, aber... Aber die ist fertig. Ich will ja ein bisschen was bei Karriere machen. Komm raus. Komm wieder raus, Boy. Der kommt nicht mehr raus, ne? Ja, jetzt kam man natürlich raus, als ich beschäftigt war. Dreckiger Camper oder sowas. Dreckiger irgendwer so. Gut, ich habe eben auch schon ein bisschen gekämpft mit Flammenwerfer. Irgendwelche Gegner hier? Was ist mit dem los? Er will mich verarschen. Na toll. Ja, gegen Schrot hast du keine Chance, bist direkt gewonshottet. Hat man ja eben gesehen, als ich die genommen habe.
Mit der Blurk wäre trotzdem vorher tot gewesen, weil da brauche ich nämlich nur einen Schuss. Ich habe Gefühl, dass die Knarre einfach die stärkste Waffe im ganzen Spiel ist. Ich, ja. Naja, er ist tot. Zum Triumph. Hält leider nicht so lang. Außer wenn die Gegner das machen, bei mir dauert es gefühlt Jahrhunderte. Granate ist raus. Er ist auch immer in derselben Position. Willst du mich verarschen? Wo waren das jetzt? Ich hätte gerne eine andere Waffe. Die ist so scheiße schlecht auf Range. Boah, ist die schlecht. Bin ich froh, wenn ich mit der durch bin. Move, move, move! Diesen Gegner. So, der ist da hinten. Wir werden die Granate übernehmen. Boah, fuck. Ja, das habe ich aber richtig verkackt. Aber gut. CR2, damit kannst du nichts falsch machen. Einfach Dauerfeuer und. Gehorsam wird viel zu OP. Ja, guck, die gehören noch, ne? Also. Schade, ich frage mich, wo der Dritte hingelaufen ist. Wir waren ja zu dritt. Ich wünschte, ich hätte eine andere Piste. Aber wir müssen da durch. Wir schaffen das. Oh, schöne Türöffner. Nein, Wookie. Von hinten, dein Ernst? Ich bin bereit. Okay. Feind entdeckt. Herr, war da nicht gerade einer? Komm, wir machen das jetzt, Bro. Gute Arbeit. Hinter uns, kann das sein? Rückzug, Truppler! Dieser Bereich ist die Ressourcen nicht wert! Schade. Schade, schade, schade. Oh, ich bin Erster. Nicht schlecht. Schick, schick. Ja, bald haben wir's. Gut, wir müssen bis 250 mit der killen. Genau wie mit dem. Hier die beste Sniper.
Hab ich noch nicht mal. Schlimm ist das. So, ich hoffe, wir kriegen aber mal ein paar Leute mit ins Team, ne? Welche Map? Habe ich jetzt... Ich vergesse immer zu gucken. Egal, wir nehmen natürlich wieder den Officer. Soll ich einfach mal aus Jux die Blurk nehmen? Ich habe auch schon ewig nicht mehr gespielt. Jetzt bin ich wahrscheinlich dann voll schlecht mit der. Naja, wir bleiben erstmal bei der. Jetzt blamiere ich mich ja noch. Preise die Knarre so und dann verkacke ich. Räumen und eliminieren. Bleib zurück! Sie haben jetzt Rückenwind! Das muss ein Ende haben! Also mit der Blurk wäre der tot gewesen. An eurer Seite! Nach einem oder zwei Schuss. Dass aber auch keiner mit mir gekommen ist. Ist doch eigentlich immer derselbe Weg. Dein Ernst, du kämpfst da in der Ecke? Hängen die jetzt alle hier unten drin oder was? Hä, wo ist denn der hingelaufen? Da steht da mein Kollege im Weg, ey. Das ist ja. Oh, fuck. Wir kämpfen gemeinsam! Immer diese CR2. Aber gut, die meisten Spieler, die wollen halt wirklich, gehen halt auf Kills, ne? Und die meisten Kills kriegst du halt mit der. Ich bin ja auch gefühlt der Einzige, der nach Carrier geht. Beziehungsweise bei manchen Sachen auch bei, nach Objective. Schön. Toll. Wenn du in zwei Heavy Trooper rennst, hast du ein Problem. Huch. Na toll, eben waren es 3 Sekunden. So. Move, move, move. Oh, ich hasse es hier zu spawnen. Mitten auf dem Präsentierteller. Hier waren eben die ganzen Heavies. Das war knapp. Die Shotgun darf man leider nicht unterschätzen. Wenn ich sie habe, treffe ich damit meistens nicht. Ich wurde von hinten angegriffen. Hey, hier waren noch so viele Gegner. Da ist einer. Da ist ein Turret. Da bin ich blind oder was? Wo denn? Soldaten, wir halten zusammen! Oh, haben Kill Assist bekommen. Ach, einer hängt wahrscheinlich oben. Oh, Scheiße, ja. Was willst du machen? Ein Wookie spielen.
Ich dachte zuerst, da wäre ein Gegner. Gegner? Irgendwo? Countdown läuft! Teamwork, aber keine Teampunkte. So, hier ist gefährlich. Kommt der wieder? Oh Scheiße. Meine Güte. Ich nehme mal einen Rocket. Nee, weißt du was? Nee, oder? Weißt du was? Wir gehen nochmal Specialist. Ich will zumindest einen Sniper-Kill. Soll ich auch auf eine Sniper-Position gehen? Wo ist er hin? Ist er tot oder was? Oh. Meilenweit daneben geballert. Den müsste ich doch getroffen haben. Ey, ich bin so schlecht mit der Sniper. Das ist peinlich. Zum Glück habe ich Sound an, den habe ich gehört. Meine Fresse! Okay, so schlecht bin ich normalerweise auch nicht. Wir sind jetzt angreifbar. Seid ihr bereit für einen Sieg? Das kommt jetzt wahrscheinlich vom Aufnehmen, dass ich so übelst schlecht bin. Wo war der? Infanterie unterwegs in eure Richtung! So. Kacke. Genug gesnipert. Wenn die einmal die Position haben, ist vorbei. Bleib zurück! Scheiße, da ist noch einer. Hilfe! Oh, Kacke! Immer so fast geschafft und dann stirbst du trotzdem noch. Kacke! Naja, immerhin Vierter. Guck mal, ich zeig genau auf den ersten. Oh. Bald haben wir die 50. Ging eigentlich ja relativ schnell, ne? Aber das hier dauert ewig mit der Sniper. Weil ich so scheiße bin im Snipern. Gut, ich muss dazu sagen, in Gefecht ist das immer etwas schwierig, finde ich. Wobei ich schon richtig gute Sniper gesehen habe. Oh, Seed. Da habe ich eigentlich immer Sniper gespielt, wegen Infiltrator.
Oder halt Assault wegen, sag schon. Ja, wegen hier der Shotgun. Weil das ist eine schöne Map, vor allem wenn du Druide bist. Weil am Anfang, die Gegner sind nämlich alle am Anfang oben in der Mitte. Da wirfst du dann einfach eine Granate rein und sowas. Wobei, mittlerweile wissen ja eigentlich auch, wie die reagieren müssen. Und renne ich direkt in die Granaten rein. Ich bin eigentlich, ich bin immer links. Also die meisten kommen jetzt immer von hinten. Guck mal, der hat dieselbe Waffe, aber der hat, glaube ich, 1000-mal schneller zu... Okay, der hat auch Schnellfeuer schon. Der hat die schon auf Maximum. Wo ist er hin? Okay, ich renne einen Sniper mit. Das ist doch... Also Infiltrator verstehe ich. Der jumpt auch immer nur runter, ne? Schöne Rolle. Von hinten? Noch ein Sniper. Ist natürlich schön, wenn man den so in den Rücken fallen kann. Dass ich den Kill nicht bekommen habe, sondern nur ein Assist, das ist schon ärgerlich. Schade. Die Rolle hat mich auch nicht mehr gerettet. Roger, Roger. Go, go, go! Granate ist scharf. Aktiviere strategische Steuerungskreise. Okay. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich den Heavy platt mache. Na, ah, den habe ich gar nicht gesehen. Roger, Roger. Gerade mal überlegt, ob ich was anderes nehmen soll. Hä, wo ist denn der hin? Jetzt könnt ihr nicht auf mich feuern. Hängt hier der Wookie drin oder was? Nee. Ach, der ballert einfach da hoch. Kommt gleich einer von hinten bestimmt. Das ist ein Wookie. Ein Jet-Truppler. Hm.
Soll ich auch mal was? Komm, ich nimm, mal. Eine signifikante Reduzierung der feindlichen Truppenstärke. Go, go, go! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Scheiße. Gut, das habe ich nicht überlebt. Oh, wir sind wieder am Verlieren? Na, Kacke. Oh. Wir müssen die Klonsoldaten rasch eliminieren. Ich nehme auch mal Heavy. Scheiß drauf. Ich mag Heavy zwar nicht. Feed bleibt ungesichert. Yay! Ich bin um Heavy herumgekommen. Waren jetzt 4 Runden, ne? Dritter! Oh nein, mein Heavy wird angezeigt. Das ist aber lame. Weißt du, nicht einmal gespielt, keinen Kill mitgemacht, ja? Eine Sekunde im Game, Heavy wird angezeigt. Oh, wir haben es fast geschafft. Oh, hier haben wir auch ein bisschen Fortschritt gemacht. Gut, gehen wir mal raus. In den berühmten Ladebildschirm. Gucken wir mal, ob wir heute wieder eine Box öffnen können. Oh, by the way, von mir aus könnten die das hier auch wieder einführen. Also mir ist das scheißegal, wenn Leute dafür Geld investieren, dass sie hier Kisten kriegen. Ich meine, wir spielen ein paar Runden, ja, und wir können sowieso eine Kiste öffnen. Und ich meine, selbst einer, wenn einer alles Karten hat und der Scheiße im Spiel ist, wird er trotzdem verlieren. Wie unnötig war denn die Box? Na gut, hat mir 35 Dings gekriegt. Oh, jetzt fehlt mir tatsächlich 49 oder so. Gut, dann war's das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao!